Seppede, ich habe Pelsen vor 38 Jahren verlassen. Und wann habt ihr eure Heimat verlassen? Mein Name ist Karin Sorger. Ich habe mein Heimatland nicht verlassen, denn ich wollte nur von Deutschland nach Deutschland in den 70er Jahren, aber das war nicht erlaubt. Ich bin Hans Zacher. Ich bin 1969 aus der DDR geflohen. Mein Name ist Aida. Ich bin 1985 in Deutschland angekommen. Es war im Januar ganz kalt. Ich hatte nur eine ganz dünne, traditionelle Baumwollkleider an. Ich bin Jutta Dost. Wir mussten 1945 Pommern verlassen. Ich bin Khalil Khalil, wie Baden-Baden. Den Witz habe ich schon öfters gemacht. Ich bin vor knapp 3 Jahren vor dem Krieg in Syrien geflüchtet. Übers Meer mit einem Schlauchboot. Ich wurde bei der Vorbereitung zur Flucht aus der DDR von der Straße weg verhaftet und kam in das Frauengefängnis Hohenegg. Am schlimmsten war für mich, dass ich meine kleine Tochter nicht sehen durfte und sie nicht einmal wusste, wo ich war. Ich war ganz alleine, als ich mit 11 Jahren in Deutschland ankam. Es war unglaublich einsam. Aber es ist etwas Besonderes passiert, dass ich den Mensch hier getroffen habe, den ich mein Leben lang vermisst habe. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Meine Flucht ging über die Ostsee. Wäre es schief gegangen, hätte ich viele Jahre meines Lebens im Gefängnis verbracht. Aber ich war jung und ich war allein. Das war die erste große Entscheidung in meinem Leben. Ein wichtiger Teil von mir bis heute. Ich war damals so glücklich, als ich hier ankam und wollte alles, was davor passierte, einfach nur vergessen. Für mich ist wie eine Befreiung, jetzt öffentlich davon erzählen zu können. Die Leute hier konnten sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man sich nur eines wünscht, endlich irgendwo anzukommen, endlich dabei zu sein. Sie waren ja schon immer hier, deshalb wollte ich nicht auffallen. Aber dann kam der Tag, als ich in der neuen Schulklasse an die Tafel gerufen wurde. Wenn ich jetzt durch eine Straße gehe, wirkt sie nicht mehr fremd. Denn ich kenne jetzt viele Geschichten hinter verschlossenen Fenstern und Türen. Und wenn ich einem fremden Gesicht begegne, bin ich aufmerksamer. Ich lächle, ich grüße, denn er konnte auch eine spannende Geschichte mit sich tragen. Und wenn die Bewohner einer Stadt ihre Geschichte schreiben, so wird das Buch die Stadt.